Good game, good game. Yeah, good game. Good game. Good game. Good game. Big marker. I like Facebook. Richtig, Wumms! Nicht rechnen, nicht lutschen. Böse. Böse Lutschies. Habe ich nicht etwas gesagt von Kapazität erhöhen ist gut? Ich habe das jetzt schon wieder alles verbraten. Schäm. Was können wir denn benutzen? Ich benutze keine Stase. So. Ah. Nie wieder Escape drücken. Nie wieder Escape drücken. Ah, Stase. Wieso rüste ich die Waffe aus? Komm, wir müssen mal wieder etwas mit der Waffe rumlaufen. Ja, das muss Spaß machen. Das sieht mir aus, als wenn es hier zu so einer Art Kirche gehen würde. Nein. Der Marker und das alles. Hören! 2214 machte ein Geophysiker namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. Wow. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Ortman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Also ging der ganze Blödsinn schon auf der Erde los. Prophet und Märtyrer. Ah. Nachdem Michael Ortman seine Entdeckung kundtat, strömten die Menschen zu Millionen herbei, um mehr über den Marker und die Einheit, die er versprach, zu hören. Doch es gab auch jene, die sich von Ortmans Botschaft bedroht fühlten. Und so wurde Ortman am 15. März 2215 ermordet und wurde der erste Märtyrer der Church of Unitology. Interessant. Es wird eine kleine Geschichtsstunde. Gründung der Church of Unitology. Ortmans Anhänger beweinten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Ach je. Die Lehren, die einzig richtigen natürlich. Milliarden Gläubige. Heute ist die Church of Unitology überall im erforschten Universum anzutreffen. Ihre Botschaft ist heute so stark und wichtig, wie sie schon zu Ortmans Zeiten war. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen, ökonomischen und kulturellen Gruppen. Und jeden Tag werden es mehr. Kommt was? Dann geht die Geschichtsstunde weiter mit der Erleuchtung auf Titan. Die Unitology auf der Titanstation wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Minenarbeiter gegründet und hat sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Schön. Und zum Ende der Geschichtsstunde. Hoffe ich mal. Man weiß nie, was hinter solchen Türen auf einen lauert. Und es ist bestimmt nicht der Marker. Sonst wäre direkt Game Over, das Spiel vorbei. Aber wir würden dann den Zacken aus der Krone brechen und damit einen Streit vom Zaun brechen.
die Zukunft. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Tod und Verderbnis für alle. Ich meine, überall Blut, überall Wahnsinnige. Oh shit. Das ist kalt, man hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Ich bin in der Kirche. Ah. Aua. Es tut weh. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Hier ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Praise Lord, man. Chosen of the Marker. Give unto the Royal Übersprung. Erweiterte Auto. Ach so, ich muss ja gedrückt halten. Shop geht's da lang. Bench. Speicherstation. Das sieht mir viel netter aus, wenn da Shop, Speicherstation und das alles ist. Ich habe vergessen, wie. Aber Moment mal. Dann kann ich das ja eben mal austauschen, indem ich das entferne. So, dann haben wir dafür auch schon wieder etwas mehr Munition. Schön. Mein Spruch aus dem ersten Teil zählt immer noch. Ich traue dem Braten nicht. Ja. Knoten, jetzt dürfen wir uns Energieknoten holen. Ich denke nicht schön. Ja, machen wir erstmal ein bisschen Platz. Was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. Sicher verkaufen? Ja, ich bin mir sicher. Weil wir das so wenig benutzen, weil wir bestimmt noch etwas finden, verkaufen wir das auch mal. Momentan haben wir davon auch noch genug. So, und da wir hier eine schöne Workbench haben, kloppen wir erstmal alles an Geld da rein. Eine bessere Rig werden wir wahrscheinlich erst später bekommen. Von daher kümmere ich mich jetzt schon mal darüber, dass wir dann zum Beispiel mehr Schaden machen. Wie kriegen wir das jetzt am effektivsten hin? Spezial. Oh, das ist cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das ist länger. Es macht keinen Sinn, wenn wir hier lang gehen. Machen wir es. So. Stärke und so, ne? So, jetzt ist unsere eigentliche Primärwaffe, der Plasma-Cutter, auch endlich mal mehr zu gebrauchen. So, was ist hier? Hoppala. Andenkenladen. Willkommen im Andenkenladen der Church of Unitology. Hier finden Sie das ganz besondere Souvenir für einen besonderen Menschen, um ihn wissen zu lassen, dass Sie heute im Schrein vom Ort sind. Ab sofort sind auch Markeranhänger aus Titanfragmenten erhältlich. Ortman sei gepriesen. Wunderschön, ich möchte auch einen. Kann man sich so einen nicht vielleicht sogar irgendwo kaufen, so als Merchandise? Das wäre zumindest lustig. Hinter
Hinter diesen Türen befindet sich das Lesezimmer, wo Gläubige sich entspannen und an der Church meditieren können. Die Regale sind gefüllt mit ausgewählten... Isaac, ich weiß, wir haben die Symbole auch gesehen. Sie haben eine Bedeutung. Ja, ich sehe die Symbole. Wir sind eine Bedrohung. Ich weiß es. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer sind die? Oh, mein Name. Sie Tightman? Strauss, jetzt mal raus mit der Sprache. Der Typ ist mir gänzlich unsympathisch. Ach, ich muss wieder umstellen. So, da geht's mit der Aufgabe lang. Hier sind hoffentlich so Bücher und so. Aha, Bücher, ja. Textlogge. Ah, zwei Spitzen. Zwei verflochtene Spitzen. Von den Worten unseres Erlösers Michael Altman wissen wir, dass sich letzten Endes alles Leben miteinander verflechtet und eins wird. Ein Verstand, ein Körper, eine Stimme. Der Marker spiegelt dies mit seinen verflochtenen Spitzen wider. Ah. Wir spiegeln dies mit unserem verflochtenen Armen, deren Finger sich an der Spitze in Einigkeit berühren, wider. Wie gesagt. Das Symbol. Ich finde es sehr interessant. Das ist unsere heilige zeremonielle Geste, die zum Gruß und bei der Eröffnung von kleinen wie großen Zeremonien verwendet wird. Naja, nur doof, dass die Nekromorphen davon nichts wissen wollen. Noch ein Energieknoten. War das jetzt ein Priester? Zeitgenosse. Aha. Machen wir erstmal. Was? Was heißt hier Ra? Mietzegänzchen, wo bist du? In den Räumen noch irgendetwas? Ich glaube nicht, ne? Egal. Treppe hoch. Sieht mir eigentlich schon fast nach Massenselbstmord aus. Und nicht geheuer. Es war schön, dass hier Munition liegt, aber so viele Leichen. Wer mag das nicht? Es sind immer diese Arten von Gebäuden, die eigentlich in unserer Zeit, so sagt man zumindest, für Schutz stehen sollen. Willkommen in der Halle der Einheit. In diesem Raum befinden sich Kopien heiliger Texte. Und er ist ein regelmäßiger Treffpunkt für Unitology-Gelehrte, die die aktuellsten Forschungen nach Beweisen für den großen schwarzen Marker durchforsten. Hier wird kein Stein auf dem anderen gelassen. Beachten Sie die kunstvollen Verzierungen des Bleiglasdachs. Das komplette Glas wurde aus handgefiltertem Sand von Titan gefertigt. Das ist schön und gut zu wissen. Aber interessiert mich nicht. Bücher über Bücher. Nicht noch ein Text. Wärmstens. Mich würde auch mal interessieren, ob das vielleicht so von der Persönlichkeit abhängen würde, zu welchen Nekromorphen man wird. Oder ob das von der Statur abmachen. Und, oder? Na, scheiße. Ja, es
Genau, da seid ihr. Ja, komm, du halt noch. Es ist immer so eine Erleichterung, wenn die Gegner plötzlich einfach tot sind. Ich frage mich ja, warum das so ist. Nicht, es ist eindeutig, es liegt auf der Hand. Was? Ja, noch ein. Ja, kann ich jetzt mal mehr mit dem Teil hier rumspielen, wenn so jetzt mehr von der Sorte kommen? Oh, sollte ich wahrscheinlich auch. Hier kriege ich jetzt die ganze Zeit Munition dafür. Da rein soll ich. Alles schön und gut. Alles schön und gut? Nein, liebe Leute, natürlich nicht. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir beim nächsten Mal. Bei Let's Play Dead Space Part weiß ich nicht, weil ich gerade alles am Stück aufnehme, mitten in der Nacht, obwohl mir meine Uhrzeit sagt, es sei angeblich 17 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Whatever.